So, Hallihallöchen, Handsome Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon, die Smaragd-Edition. Wir sind in Blütenburg-Wald. Ich habe kurz meine Pokémon geheilt, wie versprochen. Gerd ist Level 10, Willi ist Level 12. Lassen wir doch Gerd noch ein bisschen fighten. Oh mein Gott, ein Käfersammler. Ich habe eine Menge Pokémon gefangen. Los, los, mein Käfer-Pokémon-Team. Macht ihn fertig. Du, oh ja, 4. Das ist schon Deadwin. Oh, Level 3. Wow. Kann ich auch Trassel einsetzen, ey. Ja, da steht noch in Frage, was ich trainieren will. Also unser Starter ist ja ein Pflanzen-Pokémon. Er kommt kein Typ dazu, soweit ich weiß. Pfiffieren bzw. die Weiterentwicklung ist, glaube ich, Feuer und Licht. Und ja, Trassler bzw. die Weiterentwicklung wären halt Psycho. Das wäre halt immer noch die Frage, was ich davon machen will. Beziehungsweise, was es denn sonst noch an Alternativen gibt. Auf Käfer-Pokémon habe ich irgendwie gar keinen Bock. Ja, die leveln schnell, aber irgendwie... Na, nicht so meins. Und ansonsten... Also ein Feuer-Pokémon, das muss auf jeden Fall drin sein. Ja, also sei es jetzt Pfiffieren oder... Die Weiterentwicklung. Oh, das war doch ein Feuer-Pokémon. Hoffe ich mal. Und nochmal ein Baumpilz. Also Feuer muss auf jeden Fall drin sein. Pflanze haben wir. Wasser wäre jetzt auch nicht schlecht. Ach scheiße, ich will aber wieder nicht zu viele Pokémon. Da muss ich mir nochmal überlegen. So. Deadwin. Ich habe all diese Pokémon, aber ich konnte doch nicht gewinnen. Ja, Kindchen, das langt nicht nur viele Pokémon zu haben, du musst die auch trainieren. Ja, Level 3er, die haben gegen gar nichts eine Chance. Guck mal, da sind die Pokémon im Gras wahrscheinlich schon stärker. Jawohl, Level 6. Ich trainiere nächstes Mal hier. Gerd, oh, Angsthase. Und wir haben ein paar Heiler gefunden. Wie schön. Dünn. Ich finde das Geräusch, wenn man gegen die Wand läuft, so geil. Okay. Hier ist gruselig. Wer bist du denn? Kein einziges zu finden. Hallo, du hast nicht zufällig einige Pokémon namens Knilz hier gesehen? Ich liebe diese Pokémon. Oh mein Gott, pass auf, hinter dir, da ist ein Typ mit Stirnband. Nicht mit Stirnband, mit... Wie heißt denn das Teil? Stimmband ist ja so, dieser Streifen. Und wie heißt... Kopftuch! Ich wollte dich eigentlich aus dem Hinterhalt angreifen, aber du trödelst wohl auf ewig im Blütenburgwald herum, oder? Das Warten macht mich ganz krank, also hier bin ich. Hey du, Forscher von... Devon. Gib sofort die Papiere her. Attacke! Du bist ein Pokémon-Trainer, oder? Du musst mir helfen, bitte. Warte, Moment, wir wollten hier nur vorbei. Ja, was machst du da eigentlich? Was, du schützt ihn? Du bist gerade mein Zehnmann, Niemand, der sich Team Aqua in den Weg stellt, kann auf ewig... Kann auf Gnade hoffen. Niemand! Los, kämpf gegen mich. Moment, warte. Du darfst ihn ruhig ausrauben. Das ist voll okay für mich. Nein, warum wir? Team Aqua rüfe... der hat auch ein Pfiffchen. Oh. Mal wieder hier ein Kampf der Giganten. Wow. Okay, und... Was? Och, Gerd. Komm, mach ihn fertig. Komm, noch ein Crit. Oh, scheiße, der bufft sich hoch. Gerd, Mann. Gerd, du. Du Hund. Mit roter Schnauze. Scheiße, wir hätten ihn Rudolf nennen sollen. Fuck. Beim nächsten rotnasigen Pokémon. Du hast mich geleimt, du bist stark. Gibt's eigentlich noch Pokémon mit roter Nase? Ich weiß gar nicht. Oh, du hast vielleicht Nerven, dich mit Team Aqua anzulegen. Los, kämpfe nochmal. Das würde ich jetzt gerne sagen, aber ich habe keine Pokémon mehr. Außerdem sind wir, Team Aqua, auf dem Weg nach Metaross City. Also wir, Team Aqua, Metaross City. Und ja, Grüße von Team Aqua. Ne, habe ich ja nur dreimal erwähnt. Für heute lasse ich dich gehen. Oh, das war aber mehr als knapp. Dank dir konnte er mir diese wichtigen Papiere nicht rauben. Ich weiß, ich gebe dir diesen Superball als Dankeschön.
Dankeschön. Hat dieser Schuft von Team Aqua nicht gesagt, dass sie irgendwas im Metaros City erledigen wollen? Ich weiß nicht, das hat er nur 8-mal erwähnt. Oh, das ist ein Notfall. Ich darf keine Zeit verlieren. Das ist toll, wie die hier das Gedächtnis von Pokémon-Spielern auf eine Gedächtnis, also auf eine Merkzeit von 5 Sekunden einschätzen, dass, ja, wenn man was hört, es nach 5 Sekunden wieder vergessen hat und es deswegen gleich 30 Mal sagen muss. Wenn du ein Käfer-Pokémon mit zur Schule bringst, bist du sofort beliebt. Ja, bei den Jungs vielleicht. Die Mädchen, die schreien dich an, schlagen dir ins Gesicht und machen dein Käfer-Pokémon tot. Gernot. Außer gehst du auf so einer... Ja, ich weiß nicht. Bist du auf einer reinen Jungschule? Weil, also eigentlich finden so Menschen Käfer jetzt nicht so ansprechend. Ne? Die haben da lieber so einen fluffigen Hund oder so einen tollwütigen Drachen. Aber doch keine Käfer-Pokémon. Ah, es waren wahrscheinlich Grundschulzeiten. Weißt du, da war man immer beliebt, wenn man einen Snack mitgebracht hat, ne? Und die Käfer-Pokémon. Die haben sich ja eh alles im Mund gesteckt. Und die Käfer-Pokémon auch. Da war mal wieder. Scheiße. Ah, herrlich. So, kriege ich endlich mein Level up. Fuck. Nochmal eins, na gut. Tü-tü. Oh mein Gott, er nimmt mir mein Blut ab. Also. Oh, scheiße. Oh, Käfer ist gegen Unlicht effektiv. Sehr gut. Hätte ich mir merken können. Dann tauschen wir mal. Gerd, komm zurück. Los, Willy, mit der Sonnenbrilli. Mhm. Jetzt haben wir ein Problem. Absorber ist nicht so effektiv. Ruckzuck-Keep wahrscheinlich auch nicht. Das wird ein langer Kampf. Oh ja. Vor allem Käfer ist auch hier wieder effektiv. Scheiße, der macht uns jetzt mit einem Kader fertig. Fuck. Mach mal Absorber. Ah, okay. Ist normal effektiv. Boah, ich hatte gerade mega Schiss, ne? Dass das hier so ein endloser Kampf wird mit Absorber, Blutsauger, Absorber, Blutsauger, Absorber, Blutsauger und so weiter. Ha, unbegründete Angst. Sehr schön. Yeah, Level up. Was hat er? Wow, das ist super Wertesteigerung. Wenn ich verliere, kann ich nicht beliebt werden. Oh, habe ich deine Käfer zertreten? Das tut mir so leid. Wir müssen hier einmal tauschen. Und hier ist doch bestimmt... Da weiß man Bescheid, ne? Und da oben ist nochmal... Die haben hier 4 Items im Wald schon versteckt. Will ich einen Wurmpel fangen? Ich glaube nicht. Ich will es tot machen. Ih, Käfer! Oh. Mach mich langsam. Ih, Käferfäden! Und dich. Und Aether. Sehr schön. So, dann... Oh, wir haben keinen Zerschneider. Ja, wir haben allgemein noch keinen Orden. Dann müssen wir rausgehen. Route 104. Da oben gäbe es jetzt Items, aber die sind jetzt nicht so sonderlich wichtig. Hier gibt es auch was wichtig ist, vielleicht. Aha, wie heißt du? Peter, hast aber einen hübschen Namen. Möchtest du was über Bären lernen? Ja, klar. Aha, die wachsen an Bäumen und die kannst du pflücken. Und dann kannst du auch wieder einpflanzen. Voll cool. Du pflückst sie nur, damit du sie wieder einpflanzen kannst. Voll krass. Bitte pflanz Bären, Mann, und bring mehr Photosynthese auf die Welt. Irgendjemand von denen gibt uns, genau, eine Gießkanne halt. Ja, in Weimar. Form. Ja, ja, komm, noch was. Wenn die Bären nicht gepflückt hast, fallen sie zu Boden und gehen da voll kaputt, weil Leute drauftreten. Und die Bären werden von anderen Pokémon gefressen. Das ist beides nicht gut. Schild. Tipps für Trainer. In der Höhenregion gibt es Paare von Trainern, die anderen zu einem 2 gegen 2 Pokémon-Kampf, einem Doppelkampf herausfordern. Da muss der 2 Pokémon antreten lassen. Also achte auf die Reihenfolge der Pokémon. Alles klar.
Oh, natürlich, nehme ich die Herausforderung an. Ich habe eine Menge Geld. Schön, dass der angeben muss. Das mache ich auch immer, wenn ich so Leuten begegne. So, ah, schön, dass du mir die Tür aufhältst. Ich habe eine Menge Geld. Muss man natürlich hier Bescheid geben. Na, dass man hier sich irgendwie kenntlich macht, dass man sagt. Komm, hau raus den Rutenschlag. Warum konnte ich nicht gewinnen, Mann? Oh, ich hab doch eine Menge Geld. Hier hast du was von meiner Menge Geld. Und das war gerade mega mies. Soll ich oder nicht? Okay, natürlich kämpfe ich. Ich muss gerade noch ein Gänseblümchen hier die Blüten ausreißen. Höre Elisa. Oh, Loturz. Ah, scheiße. Nee, das ist Pflanzewasser. Da habe ich mich schon gefreut, dass ich meinen Absorber machen kann. Aber war nix. Leider. Oh mein Gott, Willis Angriff. Ja gut, dann doch Absorber. Wenn die hier Angriffssenkung machen, dann werden sie ausgesaugt. Und Knill. Hi, bist du Egons Bruder? Absorber, wenn unser Angriff schon gesenkt ist und weil Knills auch die blöde passive Fähigkeit hat, dass man... Scheiße. Dass man bei direktem Kontakt mit ihm so eine Statusveränderung haben kann. Scheiße. Dann machen wir erstmal Silberblick. Aber er kann auch die blöden Stachelspore und so Zeug. Und Giftpuder. Ah, scheiße. Okay, ruckzucki. Ah, okay. Geht doch. Oh, nein. Ich hätte doch nicht kämpfen sollen. Das war eine Scheißentscheidung. Okay. Und da ist schon wieder ein kleiner Baum im Weg. So. Und hier kommen wir zu unserem ersten Doppelkampf. Glaube ich. Mir. Wir sind Zwillinge und kämpfen auch mit unserem Pokémon zusammen. Bitte seid nicht so geschminkt wie ein Pokémon-Kristall. Oh mein Gott. Nee, okay. Es sind normale Kleinkinder. Oh, herrlich. Gina und Mia. Samurzel und Loturzel. Und Furzel und Purzel. Gut, unser Gerd ist ja richtig gut dabei. Was mache ich denn? Machen wir erstmal... Hoffen wir mal, dass Gerd einfach nicht stirbt, okay? Und ja. Okay, einer ist tot. Sehr schön. Warte. Du machst Ruckzuck-Hieb und Tackle. Bam. Und nicht Bam. Aber das macht nichts, wir haben noch eine Runde. Wir haben noch eine Runde. Oder sogar anderthalb. Okay, eine Runde. Chinamia. Wir haben zusammen gekämpft und auch zusammen verloren. Aha, Geschwisterliebe. Komm, Schwester, lass weiter Händchen halten. So, und Omi? Wenn du Bären siehst, die im Lehmboden wachsen, pflückst du ruhig und pflanzt eine neue Beere an. Das ist einfach höflich. Hier, das ist für dich. Das ist einfach höflich. Ich hab Geld. Sie ist aus wie ein Trainer. Du hast diesen brutalen Killerblick drauf. Deine Pokémon zu opfern ohne... Hä, warum soll ich ein Geheimnis draus machen? Ich bin der Wasser-Pokémon-Experte. Was, du kennst mich nicht? Okay, warte, ich zeig dir meine expertierten Wasser-Pokémon. Angelo mit drei Carpadors, tippe ich mal. Oh, wir kriegen gleich ein Level ab. Und bald steht auch schon die erste Entwicklung an. Ich tippe mal so auf im nächsten Part schon. Wäre das möglich?
Man weiß es nicht. Als nächstes wird auf jeden Fall Carpado eingesetzt. So viel weiß man. Ah, juicy Lebenssaft von Fischen. Lecker. Oh, noch ein letztes Carpador. Hallo, Goldfisch. Und stirbt, Goldfisch. Und da ist es weg. Carpador Gegner wurde besiegt. Boah, ich dachte schon, unser Carpador würde besiegt werden. Moment mal. Ich dachte, ich wäre gar nicht so schlecht, aber scheiße. Jo, dann würde ich sagen, im nächsten Part geht's geht's weiter in Metarost City. Ach, weißt du was? Komm, wir gehen kurz ins Pokécenter. Wenn du schon da ist. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Part, wie immer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hanson Peter. Ciao.